Unglaublich, was gerade bei Schalke 04 abgeht. Clemens Tönnies tritt zurück. Wir haben es alle nicht für möglich gehalten. Er tut es tatsächlich. Und damit herzlich willkommen und Glück auf zu diesem Schalke-Update. Clemens Tönnies tritt zurück. Wir haben alle nicht damit gerechnet. Ich zumindest jedenfalls nicht. Ich habe gedacht, Clemens Tönnies sitzt diese Krise aus, aber jetzt scheint doch der Druck wirklich zu groß geworden zu sein. Auch die Proteste, wir wissen es ja auch von dem Rassismusskandal, die ganze Kritik, da hat er sich schon sehr missverstanden gefühlt, ist ihm doch wirklich jetzt zu viel geworden und es hat ihn wirklich berührt, dass die Schalker ihn wirklich so hart auch kritisiert haben. Clemens Tönnies tritt also von all seinen Ämtern zurück. Und jetzt wird es einfach spannend sein, was in den nächsten Wochen und Monaten noch passiert. Was passiert mit den anderen Aufsichtsratsmitgliedern? Gibt es andere Aufsichtsratsmitglieder, die Clemens Tönnies so nahe stehen, dass sie gegebenenfalls jetzt auch zurücktreten? Was ist mit dem Ehrenrat? Gibt es da Mitglieder, die Clemens Tönnies nahe gestanden haben, die jetzt auch aufgeben oder, ja, ich sag mal, Schalke 04 einfach verlassen. Was ist mit unserem Vorstand? Auch der Vorstand ist komplett durch Clemens Tönnies eingestellt worden. Was ist mit dem? Gibt es da Änderungen? Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und ich bringe euch täglich die neuesten News dazu. Was gibt es sonst noch Neues? Schalke hat jetzt eine 40 Millionen Euro Bürgschaft vom Land NRW bekommen, beziehungsweise wird sie höchstwahrscheinlich bekommen. Armin Laschet hat sich heute gemeldet, der NRW-Ministerpräsident, der hat gesagt, es gibt keine Entscheidung zu dem Thema. Allerdings hat er auch gleichzeitig gesagt, dass er rein rechtlich nicht mal über einen Antrag von Schalke 04 berichten dürfte. Also er hat gerade einen, ich sag mal, gesetzlichen Maulkorb in dieser Sache. Er kann sich dazu einfach nicht äußern. Und ja, nach übereinstimmenden Medienberichten ist es aber so, dass NRW für diesen Kredit wirklich bürgen wird. Bürgen bedeutet, das muss man nochmal dazu sagen, bürgen bedeutet, der Steuerzahler nimmt erstmal kein Geld in die Hand, nur für den Falle, dass Schalke mal in die Insolvenz gehen sollte, dann übernimmt das Land NRW. Außerdem werden uns Daniel Caligiuri und Jonjo Kenny sicher verlassen. Jonjo Kenny hat das selber auf Instagram bestätigt und Daniel Caligiuri, der Wechsel ist jetzt bestätigt worden von Augsburg. Leider hat es da keine Verlängerung gegeben. Daniel Caligiuri hat sich ja immer voll reingehangen und wirklich Gas gegeben und insofern auch von dieser Stelle einfach nochmal danke Daniel Caligiuri und auch danke Jonjo Kenny für die Zeit, die ihr auf Schalke gewesen seid. Es bleibt auf jeden Fall unglaublich spannend auf Schalke und unglaublich ungewiss auch, was jetzt alles noch folgen wird. Bleibt auf jeden Fall dran und vor allen Dingen macht euch immer eure eigene Meinung.